Meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberalerin. Ja, mit neuer Frise am Kopf. Ja, es musste mal wieder etwas heller sein. Deswegen totblondiert, totgefärbt und vorhin noch totgeglättet. So viel dazu. Und da sind wir wieder am Sonntag, Spätnachmittag mit... Was habe ich erwärmt? Ach ja, und natürlich mit Kaffee. Wir beginnen mit der Alice. Habe ich 6 Würfel, 5 Würfel, die letzten 5 Würfel ins Wohnzimmer? Oh, er ist einfach mega. Und zwar haben wir herbe Pflaume, Erdbeere und rosa Zucker. Und der ist wirklich süß und ein bisschen herb. Aber mega gut. Mega gut. Ich habe jetzt noch einen kompletten Bar. Und dann ist wieder Schicht. Dann habe ich nichts mehr. Gar nichts. Dann habe ich, weil das Wetter ist ja nicht so prickelnd. Wirklich nicht. Also es ist wirklich Herbst. Der Herbst ist da. Definitiv. Aus der Bring Back My Bar. November 20. Oh, das ist wirklich wie wenn ihr an eure Zahnpasta schnüffelt. Oder am Mundwasser. Der ist... Oh, ich habe den im Büro drin. Der ist absolut geil. Absolut geil. 5 Würfel. Dreiklang aus Pfefferminze, süße Vanille und frisch gefallenem Schnee. Leute, und ich sag's euch, im Winter ist der absolut bombastisch. Wenn es draußen schneit und ihr habt den in der Lampe drin. Der Oberburner. Und dann haben wir noch, dann war es etwas süßer. Sugar. Der ist, oh, ist süß, richtig süß. Fruchtige Mischung aus Zitronen, Bonbons und Zuckerwatte. Aber diese Zitronenbonbons, die kommen auch wirklich dann erst, wenn er erwärmt ist. Also so ist er wirklich Zucker pur und eigentlich total unscheinbar. Aber in der Lampe ist er der Knaller. Dann haben wir, das ist natürlich auch mit meiner Weihnachtsdüfte, der natürlich nicht fehlen darf. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Der Cozy Cardigan. Der ist Wonne und Glückseligkeit mit saftigen Veloursleder, Rosenblüten und saftigen Amber. Oh, und der ist wirklich bombastisch. Er ist parfümig. Zu viel Würfel würde ich nicht reintun, weil die hauen euch um. Oh, er ist wirklich... Also ich beschränke mich da echt immer auf 2 Würfel. Ja, außer natürlich im Wohnzimmer. Dann kann es natürlich schon sein, dass ich da ein bisschen übertreibe. Aber dann kann es auch mir passieren, dass ich die Lampen wieder ausmachen muss, weil es zu viel ist. Ist auch absolute Weihnachtsempfehlung. Und dann darf natürlich der auch nicht fehlen. Der Blueberry Rush. Der ist ja mit so einer meiner
immer Weihnachtsdüfte. Oh, der ist wirklich Blaubeere pur. Eine süße Woge reifer Heidelbeeren dominiert ein üppiges Bouquet von lebhaften Preiselbeeren, schwarzen Johannisbeeren und Granatapfel. Ich rieche nur Blaubeer. Ich rieche immer nur Blaubeer. In der Packung oder auch in der Lampe. Ich rieche immer nur Blaubeere. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich den erzähle, will ich doch, glaube ich, mal den Blueberry Cheesecake mit dem mischen. Ich denke ja. Irgendwas war. Ich glaube, das muss ich mir jetzt dann gleich aufschreiben. Oh, der ist so gut. Der ist wirklich so gut. Der ist. Oh. Winter. Winter. Das war's von mir und meinen Düften. Falls ihr euch das Herbst, mein Video mit der Herbstkollektion angeschaut habt, ich habe ja noch drunter geschrieben, also für die, die es nicht gelesen haben, die kleinen Bitey-Buddies, die Spinne und die Fledermaus, kommen auch nicht am Montag. Also es ist wirklich, der Zoll momentan ist wirklich Katastrophe mit unseren Sachen. Und dann natürlich nicht vergessen, ab morgen Abend die Herbstkollektion Black Panther. Und wer, sei es jetzt die Herbstkollektion oder den Black Panther, wer auf den extra angelegten Party-Link bestellt, der Halloween-Party-Link, der kann sich freuen. Mehr sage ich nicht. Ich werde jetzt hier noch ein paar Duftzettel machen mit meinem neuen Drucker und meinen Kaffee gar genießen. Wenn euch mein Video gefallen habt, lasst mir ein Däumchen da, ein Abo, eine Nachricht. Freue ich mich über alles. Und dann hören wir uns und sehen wir uns. Macht's gut!